So werden ihn die meisten Fans wohl in Erinnerung behalten. Die Nachricht, dass ihr King of Pop nicht mehr lebt, ist für viele ein Schock. Also ist schon großer Verlust. Ja, ist halt sehr traurig, ne? Weil er ein guter Sänger halt einfach ist, ein guter Tänzer, sehr populär war. Sehr traurig. Er hat ja noch ein Comeback vor sich gehabt, leider nicht mehr. Aber von der Musik her muss man sagen, toll. Privatleben, gut, da kann man natürlich drüber streiten. Im Vordergrund steht für die meisten aber jetzt die Trauer über einen ganz großen Künstler, mit dem viele Prominente so ihre eigene Geschichte verknüpfen. Er war hier zur Bambi-Verleihung, zur Preview von Bambi. Und da durfte ich ihm die Hand schütteln und da war ich natürlich ganz begeistert. Ich war selbst auch mal auf einem Konzert und war fasziniert von der Präsenz, die er auf der Bühne hatte und auch von der Kraft der Musik, ohne Frage. Ich habe mal eine Jacke von ihm ersteigert zu einem guten Zweck, vor vielen Jahren in Berlin. Und da war er sehr freundlich wie immer. Es war ja ein sehr herzlicher Mensch, eigentlich ein großer Musiker, ein großes Talent, ein Jahrhunderttalent. Einer, der ihn besonders gut gekannt hat, ist Marcel Avram. 5 Welttourneen von Jackson hat er organisiert. Ich verliere einen Freund. Und wir alle verlieren im Prinzip der King of Pop. Der King of Pop ist weg. Hier in Berlin bei Madame Tussauds können sich Fans in einem Kondolenzbuch von ihm verabschieden. Gelegenheit für Erinnerungen. Den Moonwalk verbinde ich mit ihm. Das hat er ja so ins Leben gerufen. Also ich hatte meine erste Kassette war von Michael Jackson. Ja, von der Kindheit, ne? An ja, kennt man ihn eigentlich. Auf, von klein auf ja erlebt so, ne? Und in einem sind sich wohl alle einig, mit 50 Jahren ist Michael Jackson viel zu früh gestorben. I love you so much. London vor 3 Monaten. Mit seinem typischen Satz und mit äußerst starken Posen meldet sich Jackson zurück. Die Fans feiern ihn wie eh und je, denn ihr Jacko hatte sich zuvor rar gemacht. Kein einziges Konzert mehr seit 8 Jahren. Mit der Bühnenabstinenz sollte im Mai Schluss sein. Es war damals die ersehnte Ankündigung seines Comebacks und überraschend zugleich die seines Abschieds. Das werden meine letzten Shows sein. Das wird es sein. Und wenn ich sage, das ist es, dann meine ich wirklich, das ist es. Gerüchte gehen um, Jackson habe gesundheitliche Probleme. Alles Unsinn, er wolle jetzt nur zu seinen Fans. Ich liebe euch. Ehrlich, ihr müsst wissen, dass ich euch über alles liebe. Ehrlich, von ganzem Herzen. Und auch der Veranstalter versucht damals zu beschwichtigen. Ein Arzt hat ihn vor Vertragsunterzeichnung 4 Stunden lang auf alle möglichen Erkrankungen untersucht und er hat bestanden. Trotzdem, irgendwie wollte niemand so wirklich an dieses Comeback glauben. Und alle Zweifler behielten recht. Die für Mai geplanten Konzerte wurden gestrichen und auf Mitte Juli verschoben. Jackos Management hatte trotzdem immer wieder beteuert, dass es ihm gut gehe. Man habe lediglich mehr Vorbereitungszeit für die Show gebraucht als geplant. You start.